Memento Mori denke an das Sterben. Schau, der Köcher ist noch voll, der Pfeile mangels nicht. Und er endet mit dem jüngsten Gericht nach der Passio Christi. Wer weiß, ob du nicht der Nächste bist. Der historische Friedhof St. Peter hier in der Altstadt Straubings ist schon eine Besonderheit. Grabdenkmäler aus 7 Jahrhunderten mindestens 900.000 Grabdenkmäler. Das ist eine Sache zusammen mit einem ganz vorzüglichen Bewuchs, die St. Peter in Straubing zu einem der bedeutendsten Friedhofsensembles in Deutschland macht. Natürlich ist es eine ganz charakteristische Darstellung des heiligen Petrus hier über dem Haupteingang des Friedhofs, Gläubigen einladend hier einzutreten durch das Tor des heiligen Petrus. Viele dieser Epitaphien, der Gedenkstände, der Grabdenkmäler sind natürlich auch mit Menschen verbunden, hinter denen Geschichten stehen. Memento Mori, denke an das Sterben. Man hat um diesen Friedhof eine Mauer gezogen. Da haben sich die Leute bei Gefahr innerhalb dieser Mauern geflüchtet. Die dritte Kapelle hier auf dem Friedhof ist eine weitere Besonderheit. Ja, man hat 1486 eine neue Karnerkapelle errichtet. Und zwar hier, so dass man die Gebeine wirklich auch sehen konnte. So konstruiert, dass man mit den Leichenprozessionen, die aus der Neustadt kamen, durch diese Kapelle ziehen konnte. Zum Totentanz gehören zwei wesentliche Ebenen. Das ist einmal die Ebene der Stände und Berufe, aber vor allen Dingen ist es natürlich auch die Ebene der jeweiligen Lebensalter. Und deshalb beginnt der Totentanz, der eigentliche Totentanz hier in St. Peter, mit der Begegnung von zwei Totengerippen,
Das ist Erinnerung an die alte Tradition, wo nicht der Tod auftritt, sondern Tote, mit einem Kind in der Wiege. Schon zum Kind in der Wiege kommt der Tod. Dieses Motiv des Totentanzes ist wahrscheinlich entstanden durch die erste große Pest. Ja, seit der Mitte des 14. Jahrhunderts bis in das 18. Jahrhundert hinein wird Europa, werden die europäischen Städte und Landschaften immer wieder periodisch heimgesucht vom Schwarzen Tod. Ja, da sterben bis zu 2/3 der Menschen in den Städten. Man weiß nichts dagegen. Ja, und unter diesem Aspekt des großen Sterbens um 1346, 47 bei uns entsteht der erste Totentanztext, eine Predigtvorlage, in der gezeigt wird, die Begegnung von bereits Verstorbenen mit dem Tod geweihten. Und das Ganze in einem Prozessionsreihen. Es kommt zum Motiv des Triumphes des Todes in Italien. Und dann allerdings im 16. Jahrhundert löst sich dieser Todesreigen auf und es tritt der Tod, der personifizierte Tod, dem jeweiligen Todgeweihten gegenüber, und zwar in einzelnen Bilderfolgen. Und so eine Bilderfolge haben wir auch hier 1763 noch einmal in Straubing. Wir trügen mich die Augen dort bei des Bärens Klauen, lasset mit geschweifter Rute ein Schröckensstern sich schauen. Der Kaiser ist des Todes, o Reich, du fürchte dir. Oh nein, spricht da der Tod. Jetzt gehst nur du mit mir. Eigentlich beginnt der Totentanz mit dem Sündenfall. Ja, durch die Sünde kommt der Tod in die Welt. Und er endet mit dem jüngsten Gericht nach der Passion Christi. Mit großer Deutlichkeit. Da gibt es ein Bild, da ist ein wahrscheinlich aufgeklärter Jurist dargestellt. In seinem Studierzimmer oder Arbeitszimmer, und es tritt der Tod hinein. Und der Tod hat ein geöffnetes Buch dabei. Der anderen Hand natürlich den Pfeil des Todes. Nicht? Und da steht in diesem Buch: Das Recht der Natur, du wirst sterben. Und im Text beklagt sich der Jurist, das ganze Gleichheitsstreben, das ganze Gleichheitsdenken, ja, das wirklich Aufgeklärte nichts nützt. Er muss ebenfalls gehen. Jeder muss sterben. Niemand wird verschont. Ja, der Bauer, der hat mit Fleiß immer seine Ernte eingebracht, aber jetzt wird er dem Tod selbst sozusagen zum Ernteopfer. Der Krüppel, der im Krieg verkrüppelte Bettler, der begrüßt den Tod, weil er ihn endlich aus diesem Jammertal des Lebens erlöst. Ein ganz traditionelles Bild im Totentanz ist das Bild des Geizigen, des Gierigen, des Wucherers. Da sitzt an seinem Tisch so ein Bürger, nicht, und der zählt sein Geld und freut sich, nicht, was er da alles zusammengerafft hat. Und dann kommt der Tod und sagt: Nützt dir nichts. Du gehst jetzt mit mir, dein ganzes Geld ist null. Wenn man die barocke Auseinandersetzung mit dem Tod betrachtet, dann kann man zwei grundsätzliche Motive unterscheiden. Das ist einmal der triumphierende Tod und das ist auf der anderen Seite der besiegte Tod. Und hier im Totentanz wird letztlich der Tod besiegt durch das jüngste Gericht, durch Christus selbst. Aber in der Bilderfolge darf er am Ausgang noch einmal auftreten als der siegreiche, der triumphierende, wirklich barocke Tod. Und da steht er dann auf dem Friedhof, ja, als Knochenmann mit Pfeil und Bogen, und die Köcher sind voll, und dass sie voll sind, das sagt er in einem Sechszeiler. Und er warnt den Betrachter: Schau, der Köcher ist noch voll, der Pfeile mangelt's nicht, wer weiß, ob du nicht der Nächste bist. Nicht? Das ist die abschließende drohende Mahnung, den eigenen Tod nicht aus dem Auge zu verlieren und deswegen so zu leben, dass man ohne Angst vor dem nächsten Leben in diesen Tod hineingehen kann.
Lebenden sind nur Tote auf Urlaub. Es ist nur so eine Zwischenstation für uns Lebenden, die wir auf kurze Zeit auf Erden sind und dann uns zu den bereits Verstorbenen unserer Vorfahren begeben. Es gibt eine Darstellung im Gäubodenmuseum, die zeigt, dass aus den Gräbern die Toten aufsteigen und sich wie Lebende gebärden. Und quasi einen Schutz darstellen für die noch auf Erden Lebenden. Meinungen hat es gegeben, vor allen Dingen früher, dass die Verstorbenen die Lebenden beschützen. Man meinte hier in guter christlicher Sitte und Absicht, dass die Verstorbenen uns auf unserem Lebensweg noch beschützen, nicht nur mit ihren Geldern und Guthaben, das sie uns hinterlassen haben, sondern vor allen Dingen mit ihrer Liebe, die sie uns geschenkt haben.